Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe meines Modellbahn-Online-Magazins aus dem H0-Detailwerk. Aus aktuellem Anlass geht die heutige Spende in die Hochwasserkatastrophengebiete nach Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal herzlich fürs fleißige Zuschauen bedanken, dass es diese Aktion ermöglicht. Zur heutigen Sendung. Ich habe euch mitgebracht, wie versprochen, die Pico 218 in der BWL-Lackierung und im Hintergrund seht ihr einen Teil der Ausstellungsanlage, das bereits zu 99% fertig ist, und ich werde euch zeigen, was wir dort alles gemacht haben. Ja, nun zunächst zur Pico 218 mit einer Superung und gleichzeitig einer leichten Alterung. Viel Spaß dabei und bis gleich! Die Pico 218 ist ein einfach detailliertes Modell, an dem man einige Details ergänzen kann. Verglichen mit Vorbildfotos und einer Fleischmann 218 fallen die fehlenden Abgasritzen und die nackte Pufferbohle auf. Vor Jahren habe ich dies an einer der ersten Pico 218 schon geändert. Die Trittstufen können entweder als Ersatzteil bestellt, aus Kunststoffprofil mit Drahtverstärkung oder aus dünnem Messing-Riffelblech mit Messingdraht gelötet werden. Die sonstigen Zurüstteile wie Bremsschläuche, Steuerkabel etc. sind von Rocco und Märklin. Noch ein Tipp zum Demontieren des Gehäuses. Neben der Befestigungsschraube sind an den Führerständen noch zwei Rastungen vorhanden. Der Knubbel, der angedeutete Kupplungshaken, wird auch mit entfernt. Das Klebeband verhindert, dass beim Bohren des Gussrahmens keine Späne ins Getriebe gelangen. Die seitlichen Aufstiegstritte müssen vorbildwidrig an den Drehgestellen befestigt werden, sonst stören sie das Ausschwenken bei engeren Modellbahnradien. Die aus Messingdraht gebogenen Tritte verloren optisch gegen die Kunststoffvariante, die teils nur aufgeklebt wurde. Gebohrt wird ohne weitere Vorrichtung. Das Gitternetz der Schneidematte erlaubt eine einigermaßen gerade Führung der Kleinbohrmaschine. Die ca. 3 bis 4 mm tiefen Bohrlöcher habe ich vorab nach Augenmaß kurz angebohrt. Wer es präziser mag, sollte eine Drehbank und Kreuztisch für diese Arbeit wählen. Ein größerer Bohrer entfernt zuverlässig Grate und ein Einstecktest zeigt, wo noch nachgearbeitet werden muss. Und so sieht es nach dem Zurüsten aus. Bei einigen Teilen hilft ein zusätzlicher Draht zur Befestigung am Rahmen. Geklebt wird alles mit Sekundenkleber. Zur Vorbereitung für die Alterung habe ich die selbstgefertigten Teile nur mit schwarzer Grundierung gefärbt. Ein Abdecklack, ausreichend dick aufgetragen, verhindert die Verschmutzung der Fenster bei der anschließenden Alterung. Die Linsen der Beleuchtung sollten nicht vergessen werden. Der Revell Emaille-Lack wird stark mit Feuerzeugbenzin verdünnt und lasierend aufgetragen. Da die Lok der jüngsten Epoche angehört, wird sie nur leicht gealtert. Mit Wattestäbchen entferne ich zu viel aufgetragene Lasur und egalisiere noch zu sehende Pinselstriche. Die Radflächen lassen sich ohne Ausbau bei langsamer Drehung sehr leicht lackieren. Fettspuren wie die Pufferschmiere werden mit glänzendem Lack und Ränder zum Beispiel an den Sandkästen mit einem Bleistift hervorgehoben. Der Lokkasten soll ausgeblichen aussehen, was ich mit einem stark verdünntem Gemisch aus Orange, Weiß und ganz wenig Lederbraun realisierte. In den Rillen der Lüftungsgitter verläuft die Schmuddelbrühe fast von alleine. Rußspuren am Dach habe ich mit unverdünnter Farbe gebrascht. Vor dem Zusammenbau sind der Abdecklack zu entfernen, die Kupplungshalter und bei Bedarf ein Decoder einzusetzen. Jetzt sieht sie nach Betrieb aus und ich bin soweit zufrieden, auch wenn noch mehr zu machen wäre, wie freistehende Griffstangen oder der Einbau von Schlussleuchten. Wenden wir uns jetzt dem Teilstück der Ausstellungsanlage zu. Hinter den Bäumen verbirgt sich das Dienstgebäude der Schmalspurbahn, das aus einem tschechischen Lasercut-Bausatz entstand. Ihr seht jetzt, wie ich vorgegangen bin und welche kleineren Schwierigkeiten ich zu bewältigen hatte. Der Bubi-Bausatz wird in einem Karton, die Teile sind in zwei Folien eingeschweißt, geliefert.
Eine Anleitung war leider nicht vorhanden. Ob es den Hersteller noch gibt, kann ich leider nicht sagen. Alle Teile in unterschiedlichen Kartonstärken und aus Holz sind sauber gelasert. Die Einzelteile lassen sich leicht mit einem Cuttermesser aus dem Rahmen schneiden. Ich habe noch mit einer Feile Reste der Stege entfernt. Auch ohne Anleitung findet man schnell heraus, wie die Wandteile zusammenpassen. Beim genauen Betrachten fällt auf, dass die Klebestellen teils leicht überstehen. Ich habe dies mit dünnen Kartonstreifen ausgeglichen. Bereits in dieser Bauphase habe ich eine Stelle mit ausgebrochenem Putz herausgearbeitet. Das Zusammenkleben erfolgt mit Weißleim und im Folgenden bei den größeren Flächen mit Kontaktkleber. Bei der Außenhaut ist zu kontrollieren, ob die Fenster- und Türöffnungen bündig mit den Wänden abschließen. Wo es nicht passte, habe ich die Wandteile abgeschnitten und einzeln aufgeklebt. Vor der Kolorierung mit Revell Aqua Color habe ich die großen Wandflächen mit mattem Klarlack versiegelt, um ein Verziehen mit den wasserverdünnbaren Farben zu vermeiden. Mauersockel und Fensterverzierungen werden wieder mit Weißleim geklebt. Bei der Tür fehlte auch ein kleines Stück. Erneut war hier nachzuarbeiten. Klebstoffreste sollten wie immer vor dem Abbinden entfernt werden. Jetzt müssen noch Fenster und Türöffnungen farblich angeglichen werden. Eine farbliche Alterung in Schmuddeltönen, die Andeutung von Wasserlaufspuren schließen den Rohbau ab. Jetzt fehlen nur noch die zuvor mit klarer Folie hinterklebten Fenster und Türen. Der mittlere Giebel wurde mit einer Farbdose als Klebehilfe eingesetzt. Eine senkrechte Fläche erleichtert das Einkleben und Ausrichten der drei Dachbalken. Das Dach habe ich mit zusätzlichem Karton verstärkt und den nicht vorhandenen Dachfirst und Dachfuß ergänzt. Den neuen Dachfirst bzw. Fuß habe ich mit dunklem Grau gestrichen, bevor mittels der Brushtechnik alles nochmals aufgehellt wurde. Einzelne Dachstindeln habe ich nach Vorbildfotos mit Buntstiften hervorgehoben und alles mit einem Washing gealtert.
Dachrinnen und Fallrohre fehlten gänzlich. Hier wurde ich im Programm von Auerhagen fündig. Die offenen Enden der Dachrinnen habe ich mit dünnem Papier geschlossen. Alles wurde mit Sekundenkleber fixiert, wobei ich zusätzlich Kleber unter dem Dach auftrug. Den Schornstein habe ich innen auch verstärkt, nur leider vergessen, die Kamera einzuschalten. Ein bisschen Rost- und Schmuddelfarbe verhelfen zum realistischen Aussehen. Rundherum betrachtet ist dies ein schönes Gebäude, das sehr gut zu unserer Schmalspurbahn passt. Die Emailleschilder habe ich erstmals beim Stellwerk gezeigt, wie immer der Link dazu in der Videobeschreibung. Es bleiben ein paar Bauteile übrig, die bei mir immer in der Bastelkiste landen. Ich erwähnte ja bereits die Bäume, jetzt im Schnelldurchlauf ein bisschen Baumbau, Begrasung und weiteres Grünzeug. Die nächsten etwas mehr als 10 Minuten bleiben bis auf eine kleine Unterbrechung meinerseits verbal unkommentiert. Nur ein bisschen Text, da ich vieles in anderen Videos, die ihr auf meinem Kanal findet, schon erklärt habe. Also zurücklehnen und genießen.
Ja, was jetzt noch fehlt, sind die vielen Kleinigkeiten. Also Details, Details und noch mehr Details. Tja, irgendwas fehlt ja immer. Es sind noch ein paar Figuren und gummibereifte Fahrzeuge, die wir aufstellen möchten. Und dann ist da noch dieses Baumgerippe, das auch nicht so bleiben kann. Bevor ich mich nun von euch verabschiede, noch zwei Anmerkungen. Die beiden Gebäude, die ich in der jetzigen Sendung schon altern wollte, das habe ich mir aufgehoben fürs nächste Mal. Und es hat mich in der Ausgabe 5 der Daniel K. angeschrieben, er hätte gerne einen Vergleich zwischen den Fairboot-Wagen der Firma Lilliput und denen der Firma Modellbahn Union. Auch das habe ich für die nächste Sendung geplant. Ja, ich wünsche euch nun alles Gute, bleibt gesund und weiterhin viel Spaß mit unserem gemeinsamen Hobby. Bis bald hier im H0 Detailwerk. Tschüss!